In dem Video möchte ich Sensory Circles, eine App auf Level 1, erstes Entdecken, in Sensory IFX 2 vorstellen. Ich öffne die App. In dieser App bekomme ich dort, wo sich mein Glück befindet, eine visuelle und auch auditive Rückmeldung. Ich kann so erste Ursache-Wirkungserfahrungen am Bildschirm machen, indem ich einfach meinen Blick auf den Bildschirm richte. Dies nicht, passiert auch nichts. Verlassen kann ich die App wieder, indem ich auf den Punkt oben rechts schaue. Und ich habe auch die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen vorzunehmen, sodass ich die App noch besser an die individuellen Bedürfnisse des Nutzers anpassen kann. Dazu gehe ich in die Optionen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel die Größe der visuellen Punkte verändern. Ich könnte auch ein Bild oder ein Video als Hintergrund nehmen oder die Farbe ändern. Ich speichere meine Optionen und wenn ich nun die App wieder starte, sind meine geänderten Einstellungen aktiv.